Ja, nachdem wir im ersten Teil die Aufgabenstellung im Buch von Mehrmann verstanden haben, also die Aufgabenstellung der Bewegung einer Fahrerkabine oder eines Fahrrades auf holprigem Untergrund, wollen wir jetzt uns anschauen, wie man das vernünftig mathematisch modelliert. Und wir werden feststellen, alles, was wir dazu brauchen, ist die Modellierung einer einfachen Zugfeder. Und genau das wollen wir uns jetzt anschauen. Und wir wollen wirklich dabei nur benutzen Schulwissen. Ja, das heißt also, ich werde hier jetzt auch nicht besonders viel aufschreiben, sondern wir werden einfach nur Sachen benutzen, die Sie einfach aus der Schule kennen. Und wir werden sehen, dass wir trotzdem dabei zu gewöhnlichen Differentialgleichungen kommen. Zunächst mal das hier vorne, das ist unser Setting. Ja, also oben ist eine Feder aufgehängt. Wir hängen ein Gewicht dran. Was passiert? Das Gewicht geht ein Stück nach unten und wir haben es vorsichtig angehängt. Das heißt, es bewegt sich nichts mehr. Warum bewegt sich nichts? Naja, auf der einen Seite haben wir die Gravitation, also Masse mal Erdbeschleunigung, die das Gewicht nach unten zieht. Auf der anderen Seite haben wir die Feder, die dieses Gewicht nach oben zieht. Und wenn diese beiden Kräfte im Gleichgewicht sind, na, dann bewegt sich eben halt nichts mehr. Ja? Das ist genau die Idee, mit der man in der Schule ausrechnet, um wie viel sich eine Feder ausdehnt. Und dazu muss man natürlich erstmal wissen, wie die Kraft, die eine Feder ausübt, tatsächlich auf ein Gewicht, also wie hängt die Kraft, die ein Gewicht abhängt, wie hängt die ab von der Auslenkung? Und ja, das Hooke'sche Gesetz, und das habe ich Ihnen hier mal in Gelb unterlegt, das Hooke'sche Gesetz sagt einfach, die Kraft, mit der eine Feder ein Gewicht nach oben zieht, ist proportional zur Auslenkung und dieser Proportionalitätsfaktor, den nennt man auch die Federkonstante. Das heißt also, angenommen, wir haben Gleichgewicht und das Gewicht wird nach unten gezogen um eine Länge x0. Das heißt, die Feder wird auseinandergezogen um ein x0 und das x0 soll negativ sein, weil sich das alles hier tatsächlich nach unten bewegt hat. Ja, das soll negativ sein später, weil sich das nach unten bewegt hat. Dann ist die Konstante und dann ist die Kraft, die das auswirkt. Ich mache da mal ein Minuszeichen dafür. Ups, weil das nach oben wirkt, ist gerade minus x0 mal c. Okay, gut. Was ist also die Gesamtkraft? Also was heißt das Kräftegleichgewicht? Diese beiden Kräfte sind im Gleichgewicht. Das heißt also, diese Kraft, die das Gewicht nach unten zieht, ach, das sollte ich sagen, die zieht es nach unten. Also ist es minus m mal g. Und die Kraft, die das nach oben zieht, das ist minus x0 mal c, x0 die Auslenkung, sollte 0 sein, weil keine Kräfte mehr wirken. Und daraus kann man ganz einfach die Auslenkung ausrechnen. Das ist nichts anderes als die Masse mal die Erdbeschleunigung geteilt durch die Federkonstante. Und das ist was Sie in jedem Physikbuch der Mittelstufe irgendwo mal finden. Okay, gut. Wir wollen uns jetzt ein dynamisches System angucken. Das heißt also, wir nehmen an, unser System befindet sich nicht im Gleichgewicht und es bewegt sich noch, das Gewicht bewegt sich nach oben und unten und wir wollen beschreiben, wie es sich nach unten und oben bewegt. Zunächst mal nehmen wir mal an, wir haben zu irgendeinem Zeitpunkt eine Auslenkung x von t. Das heißt also, x ist jetzt tatsächlich eine Funktion und das x von t beschreibt uns die Auslenkung der Feder zum Zeitpunkt t. Ja, 0 wäre keine Auslenkung, das andere ist nach oben und unten. Okay, welche Kraft wirkt denn tatsächlich? Naja, aber wir haben die Kraft ja oben schon ausgerechnet, nur ist sie jetzt nicht mehr im Gleichgewicht. Das heißt also, die Kraft, die zu einem gewissen Zeitpunkt wirkt, ist einmal die Erdbeschleunigung, zieht das nach unten, und dann, naja, so ein Auslenkung mal die Federkonstante. Das ist auch das von vorhin. Nur das x könnte jetzt tatsächlich eben auch, ja, das ändert sich halt mit der Zeit. Okay, das heißt also, zu einem gewissen Zeitpunkt übt die Feder eine Kraft aus auf dieses Gewicht und diese Kraft ist gegeben durch diesen Ausdruck. Jetzt wissen wir, Kraft ist Masse mal Beschleunigung. Das heißt also, es gilt minus m mal g minus x mal c, das ist die Kraft, die wirkt, ist gleich Masse mal Beschleunigung.
Beschleunigung. Beschleunigung in diesem Fall natürlich die Beschleunigung der Auslenkung. Okay, jetzt haben wir aber schon ein paar Mal gesehen, die Beschleunigung einer Größe ist nichts anderes als die zweite Ableitung. Das heißt also, wir bekommen die Differentialgleichung minus m mal g minus x mal c ist m mal x2 Strich von t. Ja, und wenn ich das jetzt einsetze, noch einmal durch m teile, dann steht hier nichts anderes als x2 Strich von t gleich minus g minus c durch m mal x von t. Das heißt, das ist die Differentialgleichung, die uns eine Feder beschreibt, die nach oben und unten schwingt. Okay, können wir die lösen? Naja, also wenn wir jetzt mal hier vorne für einen Augenblick vergessen, dass da vorne ein Minus G steht, dann ahnt man, also die Lösung muss irgend sowas sein wie Cosinus und Sinus. Wenn das hier nur vorne 0 wäre, dann stände hier x2' von t gleich minus c durch m mal x von t. Naja, und dann wäre tatsächlich Cosinus von Wurzel c durch m mal t eine Lösung, denn... Naja, also wenn ich jetzt den Cosinus hier vorne ableite, Ableitung von Cosinus ist minus Sinus von Wurzel c durch m mal t. Und da kriege ich noch so eine innere Ableitung Wurzel c durch m. Jetzt leite ich nochmal ab, kriege ich wieder eine Ableitung Wurzel c durch m. Ja, also insgesamt steht hier vor dann ein minus c durch m. Die Ableitung von Cosinus ist Sinus. Naja, und die Ableitung vom Sinus ist Cosinus. Und das heißt also, da steht tatsächlich x2' von t gleich minus c durch m mal Cosinus von x mal von Wurzel c durch m mal t. Okay, gut. Das heißt also, wenn ich das minus g da vorne weglasse, dann ist es ganz einfach. Und jetzt überlegen wir uns einfach nur nochmal, naja, was passiert, wenn ich jetzt tatsächlich eine Erdbeschleunigung habe. Naja, also das Gewicht wird einfach nur schwingen um diesen Punkt herum, um diesen Gleichgewichtspunkt herum. Ja, das würden wir erwarten. Ja, also normalerweise alles im Gleichgewicht. Jetzt ziehe ich das ein bisschen nach unten und dann schwingt das so um diesen Gleichgewichtspunkt herum. Okay, setzen wir das doch einfach mal ein. Das heißt, die Schwingung haben wir gerade gesehen, das ist eine gute Idee. Das wäre sowas wie Cosinus Wurzel c durch n mal t. Und dann kommt irgendwie noch der Gleichgewichtspunkt dazu. Und den habe ich hier vorne nochmal hingeschrieben. Und wenn Sie das durchrechnen, stellen Sie tatsächlich genau fest, jawohl, das stimmt, das ist eine Lösung dieser Differentialgleichung. Okay, gut. Das heißt also, wir können die Lösung der Differentialgleichung angeben. Und das ist nichts anderes als, was da vorne steht, nämlich x von t gleich Cosinus Wurzel c durch m mal t plus x0. Okay, das Problem ist, das schwingt für immer. Ja, das heißt also, die Vorstellung ist, wir nehmen diese Spirale, lenken das einmal ein bisschen nach unten aus und dann fängt das für immer an zu schwingen. Das ist leider nicht sehr realistisch. Und ist auch problematisch, denn bei unserem wirklichen echten Modell, also beim Fahrrad oder bei der Fahrerkabine, da kommt es ja gerade darauf an, dass wir im Grunde dämpfen wollen. Ja? Also es ist ja nicht so, dass wenn wir einmal anregen, diese Fahrerkabine dann für immer auf- und abschwingt. Das heißt, das ist völlig unrealistisch. Und was ist daran unrealistisch? Naja, also das Problem ist, dass wenn sich die Feder bewegt, dann geht immer auch ein bisschen an Energie verloren. Ja, und das heißt, diesen Energieverlust, den müssen wir hier irgendwie mit eingehen lassen. Und das machen wir hier ganz einfach. Wir nehmen einfach an, dass zunächst mal die Masse oder die Energie, die wir verlieren, das ist nichts anderes als die Kraft, die wir zu irgendeinem Zeitpunkt verlieren, die soll proportional sein oder auf jeden Fall irgendwie abhängen von der ersten Ableitung der Auslenkung. Ja, also das kann man sich irgendwie vorstellen. Ja, also wenn wir wenn das System sich sehr, sehr stark bewegt, wenn die Geschwindigkeit hoch ist, dann haben wir auch eine hohe Dämpfung. Wenn das System praktisch in Ruhelage ist, also oben am oberen Rand oder am unteren Rand, dann geht auch keine Energie verloren. Okay, gut. Das heißt also, wir nehmen an, es geht immer zu jedem Zeitpunkt Kraft verloren und diese Kraft, die verloren geht, die ist abhängig von der Geschwindigkeit. Okay, gut. Wenn das so ist, ups, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Mal gucken, ob wir das wieder zurückkriegen. Jawohl. Wenn das so ist, dann bekommen wir ein leicht anderes System, nämlich
x2' von t, also nicht mehr das von gerade, ich blende das von gerade nochmal wieder ein, also x, vorhin hatten wir x2' von t gleich minus g minus c durch m mal x von t hier oben. Und jetzt nehmen wir an, naja, es geht ein bisschen was an Kraft verloren, das heißt, es geht auch ein bisschen was an Beschleunigung verloren. Und die neue Gleichung ist sowas wie das hier, x2' von t gleich minus g minus c durch m mal x von t minus d durch m, d von x' von t geteilt durch m. Okay, gut. Und wie diese Dämpfung genau aussieht, da gibt es mehrere Modelle im Buch, die da vorgestellt werden. Das interessiert uns nicht. Das ist tatsächlich dann die korrekte physikalische Modellierung, die wir uns eigentlich, die man sich jetzt eigentlich angucken müsste. Okay, diese Differentialgleichung wollen wir lösen. Das ist jetzt tatsächlich analytisch gar nicht mehr so ohne weiteres möglich. Ein bisschen davon abhängig, wie das D aussieht. Aber ohne weiteres geht das jetzt gar nicht mehr. Und das heißt, wir wollen diese Differentialgleichung numerisch lösen. Das werden wir gleich im dritten Kapitel tun. Aber bevor wir das tun, müssen wir uns zumindest noch was überlegen. Nämlich, wenn ich mir diese Differentialgleichung angucke, also der Form x2' von t gleich, und dann steht irgendwas auf der rechten Seite, was abhängt von x und x', das ist leider nicht in Normalform, also nicht in der Form, die wir normalerweise betrachten, nämlich da steht immer auf der linken Seite eine erste Ableitung, eventuell kann es auch ein System sein, aber es dürfen auf der linken Seite immer nur erste Ableitung stehen, da sollte also was stehen wie x' von t gleich und so weiter. Ich habe Ihnen in dem ersten Video zu dieser Vorlesung schon gezeigt, wie man damit umgeht, und das wollen wir hier praktisch nochmal wiederholen. Und zwar führt man einfach die Geschwindigkeit als eine zusätzliche Variable ein. Das heißt also, wir setzen v von t gleich x' von t, das sehen wir hier vorne, x' von t gleich v von t. Naja, und dann ist das x2' von t nichts anderes als das v' von t. Und das, von dem wissen wir, ist es minus g minus c durch m mal x von t minus d von, naja, x', dafür kann ich jetzt das v hier vorne nochmal einsetzen, d von x von t, d von v von t geteilt durch m. Okay, gut. Das heißt also, das, was wir jetzt hier in dunkelgrün haben, das ist tatsächlich ein System von Differentialgleichungen. Und auf der linken Seite, weil wir eben suchen x und v, ja, also es ist ein System. Und auf der linken Seite steht jetzt immer sowas wie x' und v', und das ist jetzt tatsächlich diese Normalform, die wir immer betrachten wollen, und das heißt, das ist genau das, was wir brauchen. Okay, jetzt brauchen wir eigentlich gar nichts mehr, um die Formeln zu verstehen und die Gleichungen zu verstehen, die bei Mehrmann, Bolle von Mehrmann auch auftreten. Und schauen wir uns zum Beispiel mal diesen kleinen Ausschnitt an aus dem Buch, in der die erste Gleichung modelliert wird. Kann man sehen, naja, wir wollen mal ausrechnen, welche Kraft wirkt denn auf diese Masse M1 da oben. Das ist also entweder in der Fahrerkabine der Fahrer oder ich halt, wenn ich auf dem Fahrrad sitze. Okay, zunächst mal gibt es eine Erdbeschleunigung, also genau das wie vorhin auch. Ja, also wir brauchen eigentlich nur einzusetzen. Ich brauche gar nichts zu sagen. Wir gucken uns an, wie diese Masse hier vorne beschleunigt wird. Das ganze System steht jetzt andersrum, ja, aber sonst ist genau dasselbe. Diese Masse hier vorne wird einmal nach unten gezogen durch die Erdbeschleunigung. Ja, das M oben ist also hier das M1. Dann wird diese Feder hier vorne zusammengedrückt. Naja, und jetzt ist x1 die absolute Position von m1 und x2 ist die absolute Position von m2. Naja, also wie weit werden die beiden dann zusammengedrückt? Naja, also die werden gerade zusammengedrückt um x1 minus x2. Ja? Also das heißt also, die Auslenkung dieser Feder hier vorne ist x1 minus x2. Und was ist die Geschwindigkeit der Auslenkung? Na, die Geschwindigkeit der Auslenkung ist gerade x1 minus x2', oder wenn wir v1 und v2 haben, die Geschwindigkeiten der Auslenkung, dann ist es einfach v1 minus v2. Das heißt also, was wir machen müssen, ist, wir müssen einfach nur in unsere Gleichung, die wir da oben haben, müssen wir das Ganze einsetzen, und wir erhalten die Gleichung einmal x1' von t, also die Ableitung hier vorne dieser Position nach M1 ist einmal ist die Geschwindigkeit, ja, genau, das ist das, was wir hier oben machen, ja, also erstmal müssen wir die Geschwindigkeit als zusätzliche Funktion einführen, und dann haben wir hier vorne noch die Geschwindigkeit, mit der sich die Auslenkung, die Beschleunigung, mit der sich die Auslenkung verändert, ist jetzt die Ableitung der Geschwindigkeit.
Und das ist, wie wir hier oben gesehen haben, einfach minus g minus c1 durch m1 und so weiter. Einfach nur das hingeschrieben, was wir da oben stehen haben. Ja, und das machen wir nicht nur für diese eine Masse, sondern das machen wir auch noch für die Masse m2, die dann nach oben und unten gezogen wird, zusätzlich durch Federn. Das heißt, das Ganze wird ein bisschen länger. Und wir machen das auch noch durch m3, also für das Rad, das direkt unten auf dem holprigen Untergrund läuft. Und das ist alles. Wir erhalten am Ende dann ein System von 6 Differentialgleichungen. Das heißt, wir suchen 6 Funktionen, nämlich erstmal die 3 Positionen, x1, x2, x3, der 3 Massen und deren Geschwindigkeiten. Die mussten wir ja hier vorne als zusätzliche Funktionen einführen, um das tatsächlich auf unsere Normalform bringen zu können. Das heißt, wir haben ein System von 6 Differentialgleichungen. Wir suchen 6 Funktionen. Und tatsächlich stellt sich heraus, das lässt sich im Allgemeinen nicht mehr analytisch lösen. Also brauchen wir eine ganz einfache Idee, wie wir das numerisch lösen. Und da werden wir einfach die aus dem ersten Teil heute der Vorlesung nochmal wieder verwenden.